Feuer der Menschen. Feuer des Lichts. Frage dich selbst, welche Kräfte du von der Schmiede willst, Hüter. Kannst du Licht dorthin bringen, wo nur Dunkelheit überleben kann? Servus Leute und willkommen zu diesem Destiny Talk mit Nexus Gaming und Angelus und meiner Wenigkeit Lightning Soul. Wir reden heute darüber, ob der Hammer von Sol OP ist. Da beziehen wir uns natürlich auf den Sonnenbezwinger, den Titan, die neue Subklasse mit Taken King. Es geht uns hauptsächlich um PvP, wir werden aber kurz mal PvE anschneiden. Und jetzt erstmal herzlich willkommen Angelus und Nexus. Jo, ein wunderschönes Moin Moin, ne? Ja, hallo. So, wer möchte denn seine erste Aussage dazu treffen, ob es OP ist oder nicht? Ich glaube, wir wissen ja schon, wie die Meinungen sind, aber erläutert doch mal kurz, warum ihr meint, dass es OP ist. Wir sehen uns erstmal nur auf PvP und kommen später dann noch zu PvE kurz. Und dann sagt ihr einfach mal, was ihr dran OP findet und ja, legt mal los. Ich lasse Angelus mal den Vortritt, der darf da seine Meinung kundtun. Ja, also ich selbst bin ja nicht so der große Titan-Spieler. Ich spiele ihn ja eher selten. Jetzt auch trotz des Hammers spiele ich immer noch lieber den Jäger. Aber man trifft halt im PvP ziemlich viele, die damit rumlaufen als Gegner. Und mich hat da immer ein bisschen gestört, dass er in der Super ein bisschen viel aushält, meiner Meinung nach. Wenn man das jetzt im Vergleich nimmt, zum Beispiel mit einer goldenen Kanone vom Jäger, dann kannst du den Jäger mit einem Headshot aus dem Sniper sofort wegschießen oder mit einer Schrotflinte, wenn er seine goldene Kanone aktiviert. Und dann ist er tot. Und der Titan, ich meine, der hält einen Headshot-Treffer aus einem Scharfschützengewehr aus. Einen. Und kann trotzdem noch weiter rumlaufen und schmeißt den Hammer dann und wird dadurch wieder geheilt. Also ich finde das ein bisschen die Balance nicht gut gewählt. Mhm. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich finde ihn auch zu stark, ganz klar zu stark. Insbesondere der Aspekt mit dem Heilen, dass man ja skillen kann im letzten Abteil vom Skillbaum. Hat man da Kräuter, irgendetwas. Und das spielt einfach zu stark mit dem Verteidigungswert in der Super zusammen. Er ist so unglaublich stark, dass er fast nicht mehr down zu kriegen ist. Und wenn er sich dann jedes Mal wieder hochhält, wenn er einen tötet, dann kriegst du den wirklich nicht runter. Und zusätzlich dauert der Super auch extrem lange. Also im Vergleich zum Revolverhelden habe ich so das Gefühl, er dauert viel länger. Ich weiß nicht, ich kann mich auch irren, vielleicht weil er mehr Hämmer wirft, als der Revolverheld da an Schüsse zur Verfügung hat. Aber ich finde, das Gesamtpaket ist zu stark vom Super. Also das steht doch auch in einer passiven Fähigkeit bei ihm drin. Erhöht die Dauer und die Anzahl der Hämmer, die geworfen werden können, ne? Oder steht doch drin. Also es ist doch eine Passive. Also es gibt einen, man muss sich da entscheiden. Die Dauer wird erhöht, wenn man in dem Sonnenflimmern steht. Und das andere ist, dass man mehr Hämmer werfen kann nacheinander, um es weniger vom Super braucht, glaube ich. Also das heißt, du hast die Möglichkeit, da extrem viele Hämmer zu werfen und der Super wird nicht wirklich, nicht groß an, ja, es nimmt nicht viel vom Super weg. Ja, es ist in etwa so, dass wenn du diese verlängerte Dauer geskillt hast, du doppelt so viele Hämmer werfen kannst. Also normal für 4 bis 5 und dann kannst du 8 werfen. Mhm. Und das ist eigentlich auch der einzige Perk, wo ich sagen würde, der ist richtig stark. Wenn du den nämlich skillst, hast du mit Sicherheit doppelt so viele Kills im PvP als normalerweise. Wo ich nicht so ganz d'accord bin, ist mit der Einstellung, dass die Regeneration OP ist, weil er viel Rüstung hat. Also ich habe mir das mal genau angeschaut, die Werte verglichen. Der Sonnensänger, der Warlock, hat ja auch den Super, dass er da weniger Schaden nimmt, zum Beispiel strahlende Haut, und er hat Feuer geboren. Dann habe ich ja mal ein Video zugemacht, im Vergleich, wie viel Unterschied es ist. Wenn du Feuergeboren drin hast, nimmt er genau 50% des Schadens von allen Waffen und Super und so weiter. Und wenn er strahlende Haut drin hat, nimmt er 41%. Und der Sonnenbezwinger Titan in seinem Super nimmt 40% Schaden. Das ist also ein 1%iger Unterschied zwischen Sonnensänger und Sonnenbezwinger. Natürlich, klar, der kann sich dann regenerieren.
Aber auch nur, wenn er jemanden killt und in dem Moment halt nicht angeschossen wird. Wenn er angeschossen wird, ihr kennt das, die Regeneration bricht sofort ab. Ihr kriegt dann so minimal so ein bisschen Energie, aber die bricht halt dann ab. Wenn er Zeitschaden nimmt, hatte ich selber schon, ein Sonnensänger hat mich im Nahkampf getroffen, ich habe Zeitschaden genommen mit dem Verbrenneneffekt. Und dann hat mich ein gegnerischer Jäger mit der Shotgun gewone-shottet, weil ich einfach nicht die Regeneration bekommen habe, die volle. Also es ist nicht so, dass man sich in fünf Gegner reinstellen kann und sobald ich einen kill, habe ich volle Energie. Definitiv nicht. Wenn einer mit dem MG auf dich holzt, während du einen killst, hast du quasi keine Regeneration. Ist mir auch schon passiert. Also sobald du das bei der schweren Munition zündest und der Gegner hat das Raid-MG, bist du nach 7 Headshots down. Und da kannst du regenerieren, so viel wie du willst. Dann macht er halt 8 Headshots, dann bist du down. Was natürlich auf jeden Fall wahr ist, ist, dass der Sonnenbezwinger im PvP extrem stark ist. Also ich würde den zu den Top 3 zählen im PvP. Das sind für mich Nova Bombe, also der leere Läufer. Das ist Golden Gun und das ist der Sonnenbezwinger mit Hammer von Sol. Das sind definitiv die Top 3 im Moment. Was ich aber nicht finde, ist, dass der Sonnenbezwinger der Beste ist. Und ich finde ganz klar, das beste Super nach wie vor ist für mich Golden Gun. Ganz einfach aus dem Grund, dass du wirklich in einer guten Lobby mit guten Gegnern mit diesem Golden Gun immer mindestens 2 Kills schaffst, wenn du halbwegs gut aimen kannst. Und das quer über die Map und du kannst dem halt auch ganz, ganz schlecht nur ausweichen, weil er halt wirklich eine Reichweite von 200 Metern hat und du immer One-Shot bist. Also du hast ein Überschild in einem Super oder Sonnenzwinger auf voller Rüstung geskillt. Und dann hat er es auch wirklich relativ einfach, 2 Schuss zu machen, weil diese Golden Gun halt einfach so gut wie keine Verzögerung hat. Das ist fast ein Automatikgewehr, wenn du da mehrfach den Trigger hintereinander spammst. Und dann 2 Schuss auf den Sonnenbezwinger zu machen, geht für mich deutlich einfacher und schneller als mit einem Hammer über 100 Meter, der noch eine Flugzeit hat, eine Flugkurve fliegt, den Revolverhelden auszuschalten. Und deswegen bin ich halt der Meinung, dass Sonnenbezwinger jetzt nicht OP ist. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr Golden Gun generell schlechter findet. Klar, der hat weniger Schuss und der Solarhammer kann mit Sicherheit mehr Leute töten, wenn das alles richtig macht. Aber es ist für mich viel einfacher, mit dem Jäger Kills zu machen im PvP. Gerade beim Mayhem, wo du ja permanent deinen Super hast, viel leichter mit dem Jäger Kills zu machen als mit dem Sonnenbezwinger. Ja. Das schon, ja. Also wo ich direkt schon schreien wollte, oh, stopp, Moment, war beim, als du den Sonnensänger als Vergleich genommen hast. Natürlich mit strahlender Haut, also ist der Warlock Sonnensänger natürlich sehr, sehr gut in der Verteidigung. Aber großes Manko da ist, du hast nicht einen Angriff. Du kannst keine Hämmer werfen, du kannst nicht mit der Pistole feuern, du hast keine Klinge, wo du Leute schnetzeln kannst mit Porten oder sonst was, sondern du bist einfach standhaft. Man kriegt dich fast nicht mehr down. Beim Titan ist das Problem, du kriegst den Titan fast nicht down mit einem 1%igen Unterschied. Wohlgemerkt, dass wir das nicht mal extra skillen müssen, sondern dass es schon ein fester Bestandteil ist vom Titan, dass er diese 40% hat. Zudem kann er noch über Distanz Gegner töten. Und dann halt nochmal die Regeneration. Ich finde einfach, die Regeneration ist gut. Das ist okay, weil ohne die Regeneration könntest du mit dem Titan im PvP nichts machen. Das muss drin sein. Aber die Schadensreduktion, die ist zu hoch. Ich finde, die ist zu hoch. Weil ich kenne es von Osiris. Du hörst, Revolverheld zündet seinen Super, mein Team wartet. Klingentänzer, die Leute rennen weg oder wenn wir gut stehen, warten wir. Nova Bomber kannst du nicht viel machen, aber wenn der Titan seinen Super zündet, dann rennt jeder Spieler. Es gibt keinen Spieler mehr, der stehen bleibt. Du rennst weg, weil du hast keine Chance, den down zu kriegen. Den Revolverhelden kriegst du mit einem Scharfschützengewehr down, den Blade Dancer kriegst du mit einer Pumpgun down, den Titan kriegst du nicht down, weil er kommt nicht in den Nahkampf. Du kannst ihn mit der Schrotflinte nicht gut töten. Distanz hast du keine Chance mit dem Scharfschützengewehr, weil er überlebt einen Headshot. Er überlebt sogar teilweise vom Revolverhelden einen Schuss von der Golden Gun. Das Und ist auf das jeden ist Fall zu richtig, viel. dass er einen Schuss von der Golden Gun überlebt, aber der Vergleich zwischen Revolverheld und Sonnenbezwinger ist bei mir, welches will ich lieber haben in einer One-on-One-Situation? Und ich sag mal, wenn der Titan nicht im Nahkampf seinen Super zündet, gewinne ich mit dem Revolverheld gegen den Titan zu 80%. Ganz einfach deswegen, weil ich 2 Schuss machen kann, bevor der einen Hammer geworfen hat. Der hat erstens mal eine Animation, die relativ lang dauert. Also es ist nicht so, dass du die Hammer instant werfen kannst. Es braucht mindestens mal ungefähr eine Sekunde, bis der Hammer überhaupt losfliegt. Dann braucht der Hammer mal, bis er da ist. Ist so wie beim mittelmäßig schnellen Raketenwerfer, der Hammer.
Es ist nicht so, dass der Instant da wäre, wenn du den nur 50 Meter schmeißt. Und dann kannst du halt einfach wegspringen. Also ich bin den Hammer schon so oft weggesprungen im PvP. Wenn du gerade als Jäger diesen Doppelsprung oder Dreifachsprung drin hast, springst du einfach in die Höhe, der Hammer trifft dich nicht. Der hat ungefähr einen Explosionsradius von 1,5 Meter, 2 Meter, wo der One-Shot ist. Und du kannst ihn wirklich, wenn du gerade mit Deckung spielst, so eine Kiste zwischen dich und den Sonnenbezwinger stellst, wenn er seinen Super hat, kannst du dich einfach hinter der Kiste in Deckung begeben und der Hammer killt dich nicht. Klar, wenn du natürlich Pech hast und er wirft ihn direkt hinter dich an die Wand und dann ist die Explosion genau bei dir, dann bist du natürlich trotzdem tot. Aber ich finde, man kann, also wenn ich jetzt im PvP spiele und ich höre einen Hammer und ich sehe, okay, ich habe keinen Super, keine Granate, ich habe keine starke Sniper drin, dann trete ich auch den Rückweg an, ganz klar. Aber ich finde es auch nicht wahnsinnig schwer, hinter die nächste Wand zu kommen, in einen Tunnel reinzulaufen oder sonst wie Deckung zwischen mich und den Sonnenbezwinger zu bringen. Natürlich, da kommt es ein bisschen auf die Map an, ganz klar, keine Frage. Und es kommt halt ganz stark darauf an, wann der Titan seinen Super zündet. Wenn er das 5 Meter neben mir zündet, ganz klar, da habe ich keine Chance. Also auch gegen den mit einer Shotgun vorzugehen, ist schon ein Grundsatzfehler, weil gehst du mit Chaos Force, gegen Chaos Force mit einer Shotgun vor, das ist ein Nahkampf-Super, der dich halt instant wegmacht mit einem Hammer, den er auf den Boden schmeißt, egal wo du da stehst. Wenn er das Ding vor sich auf den Boden schmeißt, bist du meistens tot. Also ich würde auf jeden Fall nicht empfehlen, mit einer Shotgun gegen den Hammer von Soul Titan vorzugehen. Aber also du es kannst... Gibt, es gibt ja oft die Situation, die ich jetzt schon mal hatte. Also die goldene Kanone, die ist ja auch nicht sofort an. Da ist ja auch eine Animationszeit. Und man hat das ganz oft, du rennst durch die Map, hast vor dir einen Jäger und er aktiviert seine goldene Kanone und du kannst trotzdem noch zu den hinrutschen und schießt ihn sofort mit einer Shotgun weg. Machst du das aber bei einem Titan, du kommst um die Ecke, vor dir steht ein Titan, er aktiviert seinen Hammer und du rutschst auf ihn zu und schießt mit der Shotgun auf ihn, dann überlebt er das und schmeißt den Hammer trotzdem noch auf dich. Also der Revolverheld ist sofort tot, der Titan kann sich noch mit der Super retten, weil er halt diesen Shotgun-Schuss überlebt. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also gegen einen Titan, gegen Sonnenbezwinger im Nahkampf vorzugehen, ist quasi aussichtslos. Also ich habe jetzt, glaube ich, auch nicht eine Situation, wo ich mich daran erinnern könnte, dass ich einen Titan in seinem Super im Nahkampf gekillt hätte. Ich weiß eine Situation, zum Beispiel der Imperator, da sagen ja viele, der Imperator ist wesentlich schlechter als der Sonnenbezwinger, also der Sturmbezwinger heißt der, glaube ich. Der hat ja die kleine Chaosfaust mit Landfall, wenn du über den Gegnern stehst oder wenn die nah an dir dran stehen. Du kannst quasi in die Gegner reinrutschen und deinen Super zünden und die sind immer One-Shot. Also du zündest deinen Super und die sind schon tot. Das heißt, du kannst die Animation... Flächenschaden, alles sind tot, ja. Ja. Ja, du kannst die Animation also überspringen. Beim Hammer von Solo, mein Revolver hält, wenn du in der Animation steckst, kannst du gekillt werden. Der Hammer von Solo kann sich so gut wie nicht mehr bewegen dann. Der Revolver hält eigentlich auch nicht wirklich. Klar, wenn es natürlich im Sprung zündest, kannst du ein bisschen wegfliegen noch. Aber du kannst in der Animation die Leute töten. Das ist bei Imperator, wenn der im Nahkampf das Ding zündet, bist du halt tot. Da kannst du niemanden mehr töten. Und der Sonnenbezwinger, wenn er seinen Super zündet und ich sehe, dass meine Teammates in einer schlechten Situation sind oder nicht wegkommen, also normalerweise immer wegrennen, ganz ehrlich, wenn Hammer von Sol kommt, würde ich immer wegrennen, weil erstens hat er keine Agilität, der kommt dir nicht hinterher, das ist ein Titan, der kann skaten, ja, der kann sich ein bisschen schnell fortbewegen, aber du bist mit jeder Klasse schneller. Gerade wenn du Teleport drin hast, bist du einfach schneller weg, als der einen Hammer auf dich werfen kann, ist einfach so. Und wenn ich aber sehe, dass meine Teammates in einer schlechten Situation sind, zum Beispiel bei Osiris oder sonst was, ich habe meinen Super aufgeladen, zum Beispiel als Sturmbezwinger die neue Warlock-Subklasse, dann kannst du dich einfach an eine Tür stellen, wo der gleich durchlaufen muss, um zu dir hinzukommen. Du springst über ihn oder neben ihn, ist relativ Wumpe, und zündest deinen Super. Du schaltest ihn sofort aus. Also erhöhte Rüstung, ja, klar, aber du schaltest ihn trotzdem sofort aus. Und das habe ich schon gemacht in einem Livestream und das funktioniert. Klar, wahrscheinlich stirbst du trotzdem, wenn er das sieht auf dem Radar und wirft einen Hammer vorher um die Ecke oder was auch immer. Aber du hast ihn dann ausgeschaltet. Und ich finde, Sonnenbezwinger kann man mit so gut wie jedem Super ausschalten. Also Nova-Bombe auf den Sonnenbezwinger zu schmeißen, ist das Einfachste. Im 5-Meter-Radius ist der immer One-Shot. Die Nova-Bombe macht über 600 Schaden. Sleeper Simulant, One-Shot-Körpertreffer, immer. Er ist immer tot, der Titan. Mit dem MG, 7 Headshots vom Raid-MG, der ist tot. Und genau das, was du vorhin meinst, Nexus, der Sonnensänger kann nicht mehr Fernkampf machen. Der kann jede fucking Waffe in dem Spiel noch benutzen. Also natürlich, ich bin immer, wenn ich Sonnensänger bin, nehme ich ein MG, mache mit strahlende Haut an und ich habe eine 10er-Kill-Serie, weil du einfach unkillbar bist und mit dem MG jeden One-Shotest. Und dann noch dazu hat der Sonnenbezwinger extrem wenig Sphären, die er generiert. Also wirklich extremst wenig. Das ist, wenn du 4, 5 Leute killst, sind es meistens nur 2, 3 Sphären. Und der Sonnensänger wiederum hat mit die meisten Sphären, die er generiert, bis zu 9, wenn er wirklich mal 4, 5 Leute killt. Nova-Bombe genauso, sehr viele Sphären. Klingentänzer ist wieder weniger. Aber Golden Gun ist auch sehr viel Sphären-Generation. Wenn du zum Beispiel, ich hatte es einmal in Osiris auf Pantheon, haben wir gegen 3 Jäger gespielt, die allesamt Revolverhelden waren. Und der erste hat es in der zweiten Runde gezündet, der hat sehr viele Kills mit Granaten gemacht. Er kennt das ja, aus der Asche lädst du sehr schnell deine Superenergie wieder auf. Der hat es in der zweiten Runde gemacht.
Da hat er Sphären generiert. Er hat alle drei gekillt natürlich, weil das richtig gezündet hat. Wir kamen nicht mehr weg. Hat er Sphären generiert. Der nächste hat es in der dritten Runde gezündet. Der hat auch wieder zwei Leute gekillt, wieder drei Sphären. Dann hat es natürlich der dritte in der vierten Runde gezündet und der erste hat es in der fünften Runde. Dann haben wir das Spiel verloren gegen nur Golden Gun. Du konntest nichts machen. Die hatten nur jede Runde Golden Gun. Und das geht halt als Hammer von Soul Titan, wenn du drei Titans hast, einfach nicht aus dem Grund, weil du weniger Sphären generierst. Dafür ist es weniger riskant. Also zum Ersten, der Revolverhelter stirbt natürlich schneller und das Titan. Also ich mit meinem Team habe in der Regel die Situation, Revolverheld gezündet, Revolverheld Headshot, Revolverheld weg. Wir gewinnen die Runde. Das ist bei uns eigentlich gang und gäbe. Eine 50-50 Chance, dass er mit einem Revolverhelden uns töten kann oder nicht. Aber gut, das ist natürlich teamabhängig. Das Zweite habe ich jetzt vergessen. Aus diesem Grund lasse ich jetzt Angelus mal zu Wort und hoffe, dass es mir wieder in den Sinn kommt. Ja, also ich habe ja jetzt auch einige Streams verfolgt, auch bei Nexus jetzt zum Beispiel, wo Trials of Osiris gespielt worden sind. Und man merkt einfach, dass wenn der Titan dabei ist und er seine Super anmacht, dass man damit noch eine Runde easy noch retten kann und zwei, drei Gegner wegmachen kann. Also du machst die an, gehst einfach offensiv nach vorne und die Gegner sind, wie ihr schon gesagt habt, entweder auf der Flucht, verstecken sich oder sonst was. Aber keiner stellt sich dir, wenn du den Hammer anhast. Und du schmeißt ihn einfach hin. Selbst wenn die noch versuchen wollen, irgendwie so einen Teamkameraden zu beleben, schmeißt einfach Hammer hin. Und ich habe jetzt so viele Gameplays auch gesehen, wo damit immer eine Runde noch heftig gewonnen wurde mit dem Hammer. Und das kriegst du halt mit keiner anderen Super so gut hin. Also, da muss ich leider widersprechen. Ich habe zum Beispiel bei Miss 5000 Watts den Osiris-Livestream gesehen mit Bannerfall am Wochenende. Und sie ist auch eine der Personen, die sagt, Hammer von Soul ist OP. Und sie hat dann mit dem Hammer von Soul gespielt und hat den bestimmt 5, 6 Mal, wo ich es gesehen habe, gezündet. Eine Runde hat sie damit gewonnen, ja. Da hat sie zwei Leute gekillt, einen wiederbeleben. Klar, da kann sie natürlich nicht bewegen. Da ist der Hammer drauf zu werfen, das Allereinfachste. Das sollte man aber auch nicht tun. Also, wenn ich Gegner bin, sollte ich nicht, während der Titan seinen Super hat, Leute wiederbeleben. Das ist halt einfach ein Spielfehler. Da habe ich falsch gespielt in dem Moment. Da sollte ich erstmal wegbleiben, warten, bis das weg ist und dann wiederbeleben. Da hat sie die Runde gewonnen. Dann hat sie es gegen drei Nachtpirscher gezündet im 1-on-3. Also, sie war die letzte Überlebende, hat es gezündet. Und sie waren außen auf dem Courtyard. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Das ist die äußere Position bei der schweren Munition. Beim da hat sie es gezündet und da sind die drei Jäger ohne Schattenschritt, Teleport oder sonst irgendwas. Das waren alles Nachtbürsche, ohne ihr Super aufgeladen haben und ohne Granaten. Sind einfach hochgesprungen. Sie hat nicht einen getroffen. Nicht einen mit einem Hammer getroffen. Sie hat alle 8 Hämmer geworfen und sie hat nicht einen davon getroffen, weil die einfach geschickt ausgewichen sind. Du kannst dem Hammer wegspringen. Und dann wurde sie von Primärwaffen gefinisht. Also sie sind dreimal irgendwie hochgesprungen und haben alle drei mit Primärwaffe auf sie geholzt und dann war sie tot. Und da finde ich halt nicht, dass das unbedingt OP ist. Wenn sie zum Beispiel jetzt Golden Gun gezündet hätte, bin ich mir fast sicher, dass sie mindestens zwei Leute instant gekillt hätte. Weil es einfach vom Aiming her sehr viel einfacher ist, mit Golden Gun einzukillen, als den Hammer mit Anlaufzeit, also mit der Verzögerung von wann wird der Hammer geworfen, mit der Flugkurve und mit der Fluglaufzeit, da einen Hammer zu treffen, wenn die Gegner mehr als 10 Meter von dir entfernt stehen. Ich glaube, das kommt alles auch ein bisschen auf Erfahrung drauf an, welche Klasse man am meisten spielt. Und Miss 5000 Watts ist eher die Jägerspielerin, so wie ich auch. Und ich würde jetzt auch nicht mein Titan nehmen und damit voll abrocken im PvP. Dafür spiele ich den einfach zu selten und habe da die Flugbahn des Hammers noch gar nicht so richtig einstudiert, um damit jetzt richtig gut zu sein. Das kommt natürlich auch noch dazu, was man noch mit einplanen muss. So, liebe Zuhörer, das Gespräch mit Lightning und Nexus, das ging dann noch ein bisschen länger, so dass wir uns entschieden haben, das ganze Gespräch, den ganzen Destiny-Talk hier in zwei Parts zu unterteilen. Und deswegen geht es im nächsten Video weiter. Und dann könnt ihr dort gerne auch noch weiter zuhören. Also vielen Dank fürs Einschalten und bis zum zweiten Part vom Destiny-Talk. Ciao, ciao, Leute!